Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe, ihr auch. Hallo, Andet. Hoffe, du hattest ein tolles Wochenende. Ja, okay, habe ich gehabt, relativ. Danke, dass du während der Woche vorbeigekommen bist. Also dann gibt es von mir etwas Kreisrundenspaß. Bis bald. Und ja, Leute, ich bin endlich froh, dass ich wieder aufnehmen kann hier. Ich habe die letzte Woche habe ich immer ohne Stimme was aufgenommen. Es wird heute auf jeden Fall noch ein Part kommen um 15 Uhr. Und zwar der Wochenrückblick, jeden Tag, von Montag bis Sonntag. Und, also von letzter Woche halt nur, nicht jeden Tag. Und ja, dann gucken wir heute mal wieder, was wir jetzt haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich bin so ein bisschen durch, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nämlich noch nicht ganz fett mit dem, mit meinem Zimmer. Das wird auch eine Weile dauern. Aber zumindest was das Aufnehmen hier von Nintendo Badge Arcade angeht, sollte das Ganze doch funktionieren. Und ja, es hat sich ein bisschen gezogen, weil meine Böden sind schief. Und zwar so schief, dass die Schränke nach vorne sich biegen. Da muss man erstmal Unterleger besorgen, damit man die ja fixieren kann. Und nebenbei gucke ich dann hier gleichzeitig mal, was man sonst noch so spielen könnte. Wir haben ja heute wieder Kreisrunden. Ich muss auf jeden Fall sagen, es ist interessant, wie die Woche ausgesehen hat, weil ich habe nicht so viele Marken bekommen. Aber teilweise war es auch ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil, ja gut, das werdet ihr dann sehen. Wie gesagt, 15 Uhr kommt der Part dann online. Ich habe da halt, so gut es geht, alles Mögliche geschnitten, sondern dass man halt nur die Griffe sieht. Und, ja, wie gesagt, das werdet ihr dann sehen. Wäre es hier interessant, die Pokémon so zu greifen, dass man, mit zwei Runden das schaffen kann? Also ich sehe schon, heute ist wieder nicht so viel möglich. Aber ja. Bin gerade echt am Überlegen. Das hier ist übrigens auch etwas, was mich immer noch ärgert. Und zwar habe ich ja hier damals versucht, die Magie zu greifen. Aber leider ist mir die dann wieder runtergefallen. Sonst hätte ich die ja relativ gut bekommen können, sage ich mal. Weil eigentlich kann man sie ja greifen, sieht man ja. Ja, und die ist ja auch hier drin. Ist natürlich die Frage, ob jetzt hier einfacher wäre als, als beim anderen Kram. Ist natürlich die Frage. Bin überlegen, ob ich das hier machen soll. Oder ob ich hier mal reingreifen soll. Mal irgendwas anderes spielen, anstatt immer nur diese sicheren Marken. Hier kann es natürlich sein, dass sie hängen bleiben. Ja, neue Folge und ich bin schon verwirrt, was ich spielen soll. Ich könnte natürlich versuchen, hier Menki zu greifen, aber dann wird halt blutig wieder Rasaf umfallen und dann halt Menki runterfallen lassen. Bin echt am Überlegen. Es kann übrigens auch sein, dass ich ein bisschen halle. Wegen dem Raum, der ist ein bisschen offener, sage ich mal, weil mein großer Schrank weg ist. Wisst ihr was, ich probiere jetzt einfach das hier. Und versuche mal hier Flauschling oder der Heftflauschling, keine Ahnung, zu greifen, dass ich dann an Xerneas komme. Und dass ich dann halt, wenn ich ja einen dritten Versuch habe, dass ich dann ihn hier greifen kann. Wäre so die Idee. Kann natürlich auch sein, dass halt vor mir die Marke nach unten fällt dann. Kann alles sein. Ja gut, probieren wir es einfach aus. Was bleibt uns anderes übrig? Na, es wäre schön gewesen, hätte er die gelockert, aber ich denke mal, dass sie jetzt gleich umwirft. Na komm, alles klar. Okay, ist natürlich die Frage, soll ich jetzt eher die Marke greifen oder die hier? Wäre natürlich interessant zu wissen, ob er hier den am Bommel greifen kann oder ob er den vorher umwirft. Ist echt die Frage. Na komm, ich versuche Xerneas zu greifen. Dann haben wir es zumindest gesehen. Hoffen wir, dass das klappt. Na, den müsst ihr eigentlich haben. Also wenn er den fallen lässt, Leute, ernsthaft. So, okay, alles klar. Dann hoffen wir, dass wir noch eine Runde bekommen. Dass wir dann die Marke greifen kann. Soll ich zwei bekommen, mache ich den Krani auf jeden Fall komplett. Aber ist natürlich immer so ein bisschen Wunschdenken, man kennt es ja. So, Bobby, gib mir meine Marken. Alles klar. So, nicht zu weit. Ist auch ein bisschen ungewohnt, weil ich habe hier jetzt auch einen anderen Platz, wo ich gerade aufnehme. Also ich gucke jetzt nicht mehr direkt drüber, sondern gucke eher davor.
Und ja, alles noch Gewohnheitssache. Ich hoffe, dass es über die Zeit besser wird, sage ich mal. Da ich weniger überlegen muss und bla. Aber ja, die Woche war mehr als genug stressig. Oh, 666. So. Waren noch ein paar Fehlentscheidungen dabei. Bei anderen habe ich mich gefreut. Aber werdet ihr dann sehen, 15 Uhr. Okay, hier wird es lustig, um das zu kommentieren. Hier ist euer Getränkeskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ihr kennt es ja, eigentlich sollte man das so machen, dass man die Marken links runterrutschen lassen kann. Aber mir ist es ja schon passiert, dass dann halt die Marken sich so an die Wand gepresst haben, dass dann hier Kingler hängen geblieben ist. Ist natürlich die Frage, ob man das dann so machen sollte. Aber ich glaube, genau das werde ich machen. Dass ich hier jetzt erstmal da unten drücke, dass dann gleichzeitig hier oder so, ja. Wenn der Marke nicht tief genug geht, dann klappt das natürlich nicht. Positioniert ihr euch wieder? So, okay. Ist natürlich die Frage, wo greife ich jetzt rein? Soll ich Yugong greifen oder hier ihn so runterdrücken, dass er halt hier nach links geschoben wird, dass halt die beiden Marken runterfallen? Yurob und Austos. Ich versuche mal ganz knapp. Vielleicht greife ich ihn ja sogar, dann ist es nicht so ganz wild. Na, leider nicht ganz nach links geschoben. Na, komm. Oh, das war nix. Das war ganz schlecht. Ärgerlich. Aber jetzt ist das natürlich die bessere Möglichkeit, sie nach links zu schieben. Aber was bringt mir das, wenn ich dann eh nur eine Marke bekomme? Gute Frage. Egal. Ich versuche sie einfach nochmal zu greifen. Meine Stimme versagt schon wieder hier. Keine Ahnung. Wie so oft. Die Aufregung ist das. Ja gut, da kann ich froh sein, wenn ich eine Runde bekomme, bin ich ganz ehrlich. Oder eine Bonusrunde, sage ich mal. So, versuchen wir das mal so. Na komm, Ausfall runter. Okay, immerhin. So hätte es vorhin passieren sollen. Das ist natürlich auch wieder eine dieser typischen Kräne, wo man sagen muss, es ist nicht ganz so leicht zu komplettieren. Aber ich habe vermutlich auch falsch angefangen. So, jetzt hier noch einmal zwischen reingreifen. Ja, leider nicht geschafft, dass ich Yurob runterschieben kann. Aber ist am Ende trotzdem noch so okay gewesen. Nicht wieder halt auffallen. Okay, alles klar. 6 Marken. Ja gut, jetzt muss ich auf den Bonus hoffen. Wenn wir dann sehen. Wäre ein bisschen ärgerlich, wenn nicht, aber was müssen wir machen? Na? Okay, wir haben den Bonus. Gut, dann werde ich mir diesen... Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt Flauschling ist oder nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe es, dass ich ihn kriege, weil, wie gesagt, es kann sein, dass er mir vorher runterfällt. Und ja, das ist halt so der Nachteil, wenn man so eine Stufe hat, wo er dann runterfallen kann. Muss halt gucken, dass ich relativ nah an die Wand komme. Weil ich denke mal, dass man seinen Knubbel, ich denke mal, dass es ein Knubbel ist, keine Ahnung, dass man den relativ gut greifen könnte. Also wenn er ihn halt hier so zwischen reingreift. Ja, aber ich gehe fast davon aus, dass er mir hier runterwirft. Aber hofft man einfach mal, dass es klappt. Na, ein bisschen zu weit. Nein! Ja, das ist das, was ich gemeint habe, Leute. Also ich ging davon aus, dass er umfällt und nicht, dass er hier weghüpft. Aber gut. Was wir machen, das ist mein Glück bei diesem Spiel. Hätte vielleicht ein bisschen weiter nach links an die Wand gehen sollen, aber gut, was wir machen. Dann, ja, dann war es das halt wieder mit heute mit dem folgenden Part. Endlich wieder, nach einer Woche. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt. Und, ja, oder meinen anderen Let's Plays, die natürlich dann auch erstmal eine Weile auf sich warten lassen. Ihr könnt mir auf jeden Fall sagen, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ich hoffe doch besser als bei mir. Und es wird doch auf jeden Fall wieder täglich Parts geben, also ja, freue ich mich schon mal drauf. Also dann, bis morgen wieder. Ciao, ciao.